Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Camping of Heroes 3. Heute ist das Ganze allerdings in einem Replay. Ja, das war einfach eine Runde, die habe ich so privat gespielt mit dem Sebastian. Und ja, die war aber geil, also habe ich sie abgespeichert. Und zeige sie euch jetzt nachträglich. Ja, ich bin hier der Gelbe. Der Basti ist, glaube ich, hier oben gewesen, ne? Ja, das ist der Basti. Ja, die anderen sind alle Randoms. Und ich habe da nämlich was im Internet gesehen, wie man das Duck auch spielen könnte. Und das wollte ich ausprobieren. Und zwar erstmal für den Anfang nur Panzerpionier-Spam. Ihr seht es hier schon. Auf 4 Stück hocharbeiten. Und ja, was kam da als nächstes? Weiß ich gar nicht mehr. Ein MG, glaube ich. Weil MG ist halt ein Muss. Das braucht man immer. Ja, und ihr werdet sehen. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich spiele hier diese Besalieri-Geschichte, italienischer Waffenverbund mit den leichten Panzern. Und auf diese leichte Panzergeschichte, darauf kommt es an. Scheiß auf Besalieri, ich baue keinen einzigen. Deshalb kriegen die auch die Upgrades hier logischerweise nicht, sondern es geht dann in die Richtung hier weiter. Und ja. Soviel erstmal dazu. Es war auf jeden Fall eine coole Runde, hat sehr viel Spaß gemacht und das wollte ich euch zeigen. So, warte mal, wollen wir eigentlich gucken, was die Gegner auch machen oder ist das cooler, wenn man nur meine Sicht sieht? Weiß es nicht so genau, ne? Also eigentlich in so einem... Ja, ich habe das ja noch nie gemacht, so als Replay moderiert, so. Das ist jetzt hier eine Premiere. Also eigentlich immer, wenn ich mir solche Videos mal angeguckt habe, war es immer für beide sichtbar. So beide Seiten sichtbar. Ja, hier oben ist gerade vom Kollegen das Kettengrad in die Luft geflogen. Ja, ich habe mich erstmal hier in diesem Munitionsdepot eingenistet. Und ab und zu dann hier oben beim Kollegen ausgeholfen. Dem hellblauen hier, der Gladiator. Ja, gar nicht Standard der Name. Ja, und der Basti, der rackert sich hier oben ab. Da bin ich dann im Verlauf des Spiels auch nochmal hingeeiert. Weil, naja, als Duck ist man ja sehr mobil. Von daher wäre es ja dumm, das nicht auszunutzen. Panzerpioniers available. Jawohl, da kommt der vierte Trupp. Gibt es hier eigentlich so ein paar HUD-Elemente, die man ausstellen könnte? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Das hier. Ja, das kann man zuklappen. Ja, weiß nicht, lassen wir das offen. Vielleicht interessanter, ne? Naja, gut. Wie auch immer. Oh, ne, Quatsch. Man sieht das hier unten ja gar nicht, was ich da drücke. Dann klappen wir es zu. So, wo bin ich denn jetzt hier zugange? So, da sind jetzt die drei Pioniere von mir. Der vierte kommt. Ja, und hier ist so das übliche MG-Geschaller, so, ne? Das ist ja nichts Neues an sich. Da sind auf jeden Fall zwei Spieler in der Mitte. Wen haben wir denn hier überhaupt? Jetzt muss ich es natürlich wieder aufklappen. Den Samaniego. Mhm. Genau so. Und den Pecho Porro. Bei mir sind es jetzt auf einmal alles spanische Spieler. Ja, hier musste ich mich gerade mal zurückziehen, weil ich ins MG-Feuer geraten bin. Die haben alle ein bisschen auf den Sack gekriegt, aber der eine wurde niedergehalten, also bin ich mit dem abgehauen. Ja, aber das regelt sich gleich wieder da unten. Ich helfe jetzt kurz hier bei dem Grünen hier unten aus, wegen dem Fool. Was soll das kriegen? Ja, und dann swap ich, glaube ich, hier oben so längs. Glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Wir werden es sehen. Ja, hier schon schön Bazooka-Trupps. Alleine wegen meinem Duck-Zeug, ne? Da haben sie sich auch ein bisschen mit ins Knie geschossen. Weil meistens wird es ja so gespielt, dass gleich die 250er rauskommt. Und das habe ich nicht getan. Ne? Wie man sieht. Panzerpioniere, MG. So, erster Flammenwerfer ist jetzt da. Also. Ja, und mein Plan war es, die Panzerpioniere alle abzugraden mit Waffen. Also er jetzt einen Flammenwerfer, dann ein Minensuchgerät und die anderen beiden kriegen die Granatenwerfer.
Weil mit dem Granatenwerfer kann man auch Rauchgranaten verschießen. Das wusste ich bis dato noch gar nicht. Ich habe den Granatenwerfer eigentlich immer für Schmutz gehalten, aber so Schmutz ist er gar nicht. Das Dumme ist nur, ich habe vergessen, die Rauchgranaten auch zu benutzen. Das war ein bisschen, naja, gut. Wollte es eigentlich genau deswegen ausprobieren und naja, dann habe ich es nicht gemacht, aber na, was soll's. Die haben halt Schaden gemacht, ist auch okay. Ja, hier ist wieder so ein blödes MG. Die versauen dann auch immer die Tour. Wo ist meins eigentlich? Da unten. Ja, hier hat er sich jetzt auch eingegraben. Aber der, den cheese ich so hart weg in dem Gebäude. Ihr werdet es gleich sehen hier. Das ist so dumm gewesen. Ach, hier kommt noch einer bei mir. Guck, das ist so bescheuert. Ich gehe da jetzt einfach ran. Ja, komm, ich gehe da jetzt ran, habe ich gesagt. So, nu. Flammenwerfer. Nee, doch. Flammenwerfer ist mit dabei, ne? Nee, doch nicht. Nee, Quatsch. Der ist abgehauen. So, guck, jetzt stehe ich hier hinterm Haus und der kann nichts gegen mich machen, weil auf der Seite wo irgendein Fenster ist. Aber es ist so dumm. Ich kann ihm Schaden machen, aber er mir nicht. Das war super. Also da kann ich euch nur sagen, das Haus ist Schmutz. Geht da nicht rein. Das ist totaler Quatsch. Hier oben ist zwar ein riesen, so eine riesen Holztür. Warum auch immer erst eine umgehende Tür ist, wahrscheinlich nur fürs Hochladen von irgendwelchen Waren oder so. Aber ne, die wird ja halt nicht aufgemacht, so. Wenn man da rausballern will. Ist halt ein bisschen blöd. So, und das MG hier, das hat eine richtig traurige Tour gleich. Ich setze das jetzt hier gleich irgendwo hin, damit das ein bisschen aufs Fuel aufpasst. Aber ich habe es irgendwann vergessen, dass es da steht. Und irgendwann im Late Game ist das dann mal gekillt worden, weil es auch der Gegner irgendwie nicht besonders gestört hat. Also, naja, der Gegner nicht gestört hat. Den Gegner nicht gestört hat, natürlich. So, jetzt hier als nächstes, nach dem MG, habe ich jetzt hier über diese Fähigkeiten hier die Panzerjäger rausgeschissen. So, und die 250er, die wollte ich eigentlich gerne länger am Leben erhalten. Das war der Plan hier. Ja, weil einmal, die hat ja diese Fähigkeit hier. Moment, wo ist sie? Ne, die ist auch gerade aktiv hier, wie ihr seht. Medizinische Station. Und das heilt halt alle Infanterie im Radius drumherum. Also es heilt nur, es verstärkt nicht, ne? Das Ding ist aber, es hat einen unfassbar krass hohe Abklingzeit. Und zwar von 3 Minuten. Das ist sehr hoch. Sehr wenig Möglichkeiten, sehr wenige Möglichkeiten, das Ding dann auch einzusetzen. So, und naja, deswegen, wenn das Teil irgendwann auf Wett 1 ist, dann kann man die Infanterie einfach in den Innenraum des 250ers reinladen und dann heilen die da drin auch. Und das sogar ziemlich schnell. Und deswegen wollte ich das Teil eigentlich mit Wett 1 am Leben erhalten. Weil man sich dadurch ja eben auch eine Menge Manpower sparen kann, gerade im Early Game. Und ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es am Leben war. Ob es überhaupt auf Welt 1 gekommen ist. Ich weiß nicht mehr. Lassen wir uns überraschen, was damit passiert. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier den übelsten Pionierblob. Hab da schon die ersten Bazooka-Trupps mit weggebumst. Und das Ding hole ich mir jetzt auch noch hier. Bis. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück. Ach ne, Quatsch, das dauert ja hier noch eine Weile. Also mit Heilen ist erstmal noch nichts. Noch 80 Sekunden. Aber halt auch so ist das Ding ja ganz nett, weil es ein mobiles MG ist, so, ne? So ein 250er ist eigentlich ein Muss im Early Game. Naja, und ich war wirklich überrascht von der Effektivität von Panzerpionieren. Ich habe immer gedacht, die wären genauso kacke wie die anderen Pioniere von der Wehrmacht auch. Aber sie sind gar nicht so scheiße. Also die sind jetzt nicht so krass wie die Briten oder die Amis mit ihren Pionieren, weil die sind ja im Nahkampf echt sick. Und naja, die haben halt nur Karabiner. Das heißt, naja, wenn überhaupt im Fernkampf können die was. Aber es war okay. Es war okay. Es reicht erstmal fürs Early Game, wenn man eine gewisse Anzahl davon hat.
Na gut, nicht so wie er hier, ne? Guckt euch mal den Gegner hier oben an, mit dem sich Basti prügeln muss. Alter, der macht halt wieder nur den Infanteriesektion-Spam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alter. Und dann noch zwei Pioniere, die im Nahkampf ziemlich gut sind. Der hat bloß einen Mörser, sonst nichts. Keine MG, keine Anti-Tank. Na gut, Anti-Tank hat er hier auf seinen Infanteriesektionen drauf. Also gegen den hätte ich jetzt auch nicht gerne spielen wollen. Ich habe Basti da nicht beneidet. Ja, guck mal, was Basti hat. Zwei Grenadiere und eine Pack. Also Basti hat Olli auf die Fresse gekriegt am Anfang. Im Anfang. Alter, was ist heute los mit mir? Am Anfang. So, jetzt habe ich mein erstes Achtrad rausgehauen. Also nicht diese Flak-Feelings-Geschichte, die wir die meisten am Anfang erstmal spielen, sondern ich bin direkt aufs Achtrad weiter. Weil das Achtrad halt auch eine Chance gegen Fahrzeuge hat. Und das zusammen noch mit so einem Panzerjägertrupp, da kann man anfangs schon gut was mitmachen. So, die Pioniere, die chillen hier hinten noch alle rum, ne? Jo. Der erste Nebelwerfer ist da. Von wem denn überhaupt? Von ihm hier, ne? Oh, zwei sogar. Zwei haben wir. Ja, das ist, kommt genau richtig bei diesen ganzen Stellungen hier. Und meine Panzerjäger hauen das Ding jetzt hier noch weg, bevor dann MG drin sich einnistet. Dann auch mal wieder hier so machen. Gegen wen spielen wir denn hier eigentlich? Dann stellen wir mal den Orangen ein. So. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ah, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das verabschiedet sich jetzt hier gleich das MG. Na, vielleicht kommt es ja jetzt noch. Das ist irgendwie ganz schön scheiße, dieses zeitverzögerte Ding. Okay, schon mal als Zeitnot nicht mehr benutzen, dieses zeitverzögerte Krams da. Das ist ja richtig kacke. So, naja, die ganzen Pioniere und so haben wir das Achtrad wieder fit gemacht. Weiß nicht, was ich da hatte irgendwie. Vielleicht habe ich irgendwie was getaggt oder so, kein Plan. Auf jeden Fall, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sich auch irgendein Mitspieler aufgeregt, warum ich da nichts machen würde. Warum ich da nur stehe. Weil er natürlich genau in diesen 5 Sekunden rübergeguckt hat, wo ich irgendwie was getaggt habe im Gebäude oder so. Ja, eine Pack, unangenehm fürs Achtrad. Ja, genau, die gehen jetzt reparieren, einfach weil die schneller reparieren können mit ihrem Suchgerät. Und die gehen battlen. Ja, es ist schon eine ganz, ganz angenehme Kombo eigentlich. So mit Flammenwerfer, Granatwerfer und auch die Panzerjäger mit drin. Oh, ihr habt gesehen, wie schnell das MG weg war. Das kam gar nicht dazu, sich umzudrehen. Ja, war jetzt richtig dumm, ne? Da habe ich mich auch wieder gebührend aufgeregt mit dieser Dreckswegfindung. Und ich ziehe die zurück. Wieso rennen die nicht hier unten lang? Hier unten lang zurück in die Basis. Nein, die rennen nach vorne mitten in den Gegnerblock rein, drehen hier eine extra Runde um den Felsen drumherum. Also wirklich, wie doof ist das eigentlich? Und naja. Schade drum um den Flammenwerfer. Den hole ich mir aber auch, glaube ich, gleich wieder. Auf jeden Fall war das ganz schön Abfuck. So, warum ich jetzt hier das Achtrad nicht hochgezogen habe, um das MG zu bekämpfen, weiß ich nicht. Hat man der Rechenleistung vielleicht einfach nicht für gereicht oder so. So, wie sieht es eigentlich bei Basti aus? Bescheiden beschissen. Zwei Panzergrenadiere oder was ist das jetzt hier? Ja, ne? Ja. Naja, Panzergrenadiere sind ja schon mal deutlich besser, aber Basti nutzt sie leider falsch. Die sind Nahkampf-Basti. Naja, gut, mit STG auch schon mehr auf mittlere Distanz auch schon zu gebrauchen. Also jetzt sind sie zu gar nichts mehr zu gebrauchen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Wo ist mein Hut hin? Wieso ist mein Hut weg? Hä? Wo ist mein Hut hin? Was ist denn jetzt passiert? Was habe ich denn gedrückt?
Innenmodus ein, aus, Steuerung U. Ich kann doch nicht Steuerung U gedrückt haben. Es war stattdessen Steuerung U. Hä? Wie habe ich denn das jetzt gedrückt? Das muss man jetzt nicht verstehen. Naja, gut, wie auch immer. Ja, hier der Rote, auch sehr unangenehm. Der ist sehr auf Zentauren gegangen. Also Anti-Infanterie-Tanks. Ja, großes Bada-Boom hier. Ja, und was das jetzt hier wird, das ist jetzt, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Um, hä? Das ist total das Fest jetzt für die Zentauren. Das Einzige, was ärgerlich ist, ist die Pack. Aber mit Zweien kann er die auch einfach umfahren. Wieso zieht er sich denn auch zurück? Nimm den zweiten mit vor und bummst da rein. MGs können nichts. Nebelwerfer können nichts. Mörser können nichts. Nur diese eine Pack. Okay, das hat er jetzt aber auch irgendwie ein bisschen misjudged, glaube ich. Wo ist er denn, der Rote jetzt hier? Wo ist denn dein anderer? Da hinten. Da kommt noch ein Bulldozer, nochmal Anti-Infanterie. Oh, Basti, deine Stuck hat gleich richtig Probleme. Wo ist eigentlich die ganze Infanterie? Da. Niemals einen Panzer alleine nach vorne schicken, Basti. Nicht gut. Der braucht Hilfe. Gerade die Stuck, die ist ja sehr unflexibel. Also was ihre Bewegung halt angeht. So, was sie jetzt rein da. Schön in den Nahkampf mit dem Panzergrenadier. Nicht da hinten stehen bleiben. Diese Infanteriesektion hat keine Schnitte gegen den Panzergrenadierer. Rinnen, jawohl. Schön hinterher rennen. So, wie sieht's bei mir eigentlich aus? Da. Da kommt wieder was. So, ich habe jetzt inzwischen... Weil... Nee, doch nicht. Habe ich gar nicht. Auch da. Na egal, ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Zeug übrig gehabt. Hier so Benzin und, ne, und Manpower hatte ich ziemlich viel. Also habe ich mir gedacht, gönne ich mir nochmal so ein Opel. Und ja, einen Marder habe ich mir geholt zur Tankabwehr. Und eine Stuka. Alles frisch außer Produktion. Ist noch kein einziges Spiegelei drauf gebraten worden. Das wird aber noch nachgeholt werden. Und hier kommt jetzt so langsam die leichte Italiener-Geschichte. Hier, der hier. Der Carro Armato M1340. Der ist nämlich ziemlich geil. Der hält nichts aus, ist das Problem. Das ist so eine Glas... Ja, und da habe ich gerade übel von den Zentauren auf die Schnauze gekriegt. Der eine Schuss war echt fatal. So, aber das Achtrad kann so ein bisschen Damage bei denen schon noch machen, aber es reicht halt irgendwann auch nicht mehr aus, das Achtrad. Und deswegen halt der Marder und der Carro Armato, weil der ist eigentlich Anti-Infanterie, ist aber auch gegen Fahrzeuge gar nicht so kacke. Also wenn man den erstmal upgegradet hat über die ganze Geschichte hier, ne? Ja, das hier habe ich schon mal für das Halbkettenfahrzeug, da bin ich direkt weiter auf das hier, einfach damit die ganzen leichten Fahrzeuge den Nebel verkriegen und mehr Gesundheit haben. Dann natürlich hier die Panzergeschichte, die Panzergrenadiere abgegradet. Und, habe ich das hier schon? Ne, das habe ich noch nicht. Aber die Notreparatur-Satzgeschichte, die kommen auch noch, weil die sind krass. Ne, mehr Gesundheit und die Fahrzeuge heilen sich außerhalb des Kampfes von alleine. Was ziemlich geil ist. Ja gut, da ist das 250er jetzt draufgegangen. Das war für mich aber völlig okay, weil ich brauchte es ja nicht mehr, weil ich ja jetzt den Heal-Opel hatte. Naja, auf jeden Fall hier, ne? Der Carro Armato, der deckt hier vorne so ein bisschen auf. Warte, ich muss mal den Nebel anmachen. Ne, der hat das hier vorne alles aufgedeckt, damit der Marder von hinten schön weiter ballern kann. So, da bin ich aber auch gierig geworden. Den einen Zentauren, den wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Hat aber auch noch Leben rausgeschafft. Gut, ist irgendwas Neues gekommen? Ja, hier, neue Infanterie habe ich rausgeschissen, weil die Hälfte ist ja gerade gestorben. So, die Stuka-Baller drin. Ja, habe jetzt nicht so super viel getroffen, weil ich habe eigentlich gedacht, da wären doch diese ganzen MG-Stellungen oder Mörser-Stellungen, die werden hier vielleicht noch so ein bisschen verteilt.
Aber war der, ja, war nicht mehr der Fall. Ja, und da weiß ich nicht, was da passiert ist. Also erstmal, kann man das eigentlich irgendwie umstellen? Dass man den Nebel aus dem seiner Sicht sieht? Weil wer war denn das überhaupt? Ja, der Rote. Der Rote war das. So, und jetzt guckt mal, hier ist wo nirgends. Wo nirgends. Ne? Eine Einheit vom Roten sichtbar. Keine einzige Einheit. Wie kann der dann also dieses Brandbombenzeug hier reinsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Das hat einfach wieder die Hälfte meiner Infanterie plattgewalzt. Und also der stirbt noch, ne, wegen Feuer. Einfach zerpufft. Und meine ganzen Fahrzeuge gewrackt. Und ich habe keine Ahnung, wie der dieses Ding da reinsetzen konnte. Da war wohl nirgends eine Einheit. Ein absolutes Rätsel. Aber egal, ich erhole mich von dem Schlag. Und dann geht's auch gleich weiter. So, wie sieht's eigentlich hier bei Basti aus? Da, eine Vespa hat da jetzt raus. Ein Stuck. Ein Jäger mit Panzerschreck. Schauen wir mal hier kurz. Also bei mir ist ja gerade Flaute. Na gut, die chillen auch in der Basis. Kann man die eigentlich mit irgendwas upgraden? Sind die nicht irgendwie MGs oder so? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder war die STG das Upgrade? Och, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich benutze Panzergrenadiere so selten. Was hat er hier eigentlich? Ui. Ein Haufen Mörser, ein Haufen Packs, ein Haufen Nebelwerfer. MGs. Also der hat eigentlich nur die Pioniere, womit er sich mal irgendwie bewegen könnte. Sonst nur stationäre Waffen. Also so Waffenteams. Okay, das ist ja richtig strange. Und der hier? Irgendwo ist der Tori. Okay, da macht man grundsätzlich nichts mit verkehrt. Ja, aber ansonsten hat er jetzt auch nicht so super viel. Ah, hier. Habt ihr gehört? MG34 killed in action. Hier ist es. Ja. Das ist das Ding, was ich ganz am Anfang mal dahingestellt habe. 20 Minuten chillt das da schon rum. Oder kann ja sagen wir mal 15 Minuten. Ja, ist jetzt erst gekillt worden. Ich habe es halt auch komplett vergessen, dass es da stand. So, ich habe jetzt. Habe ich hier schon. Ja, hier, der nächste Marder ist da. Ansonsten ist ja jetzt hier nicht viel passiert bisher. Also, ich habe nur zwei Panzerjäger geholt. Hielt ich für sinnvoll. Gegen die ganzen Zentauren. Dass man da weniger die Pioniere mit Granatwerfer oder so nutzt, sondern dann eher mal auf Panzerjäger umsteigt. So, hier wird schön gerattert. Ach, da wird aber auch zurückgerattert. Da will ich mir überlegen, ob ich da drin bleiben will. Ja, hier, der riesen Airborne-Blob und kein einziger davon hat Anti-Tank. Nur dieser eine Bazooka-Trupp. Das war natürlich ein leichtes, den jetzt rauszufokussen. Einfach weg, die Sau. Ja, und schon konnte dieser ganze Blob nichts mehr gegen mich ausrichten. Oder so gut wie nichts mehr. Zumindest schon mal nicht gegen ihn hier. Gegen Caro Armato. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinem Brandbomben-Scheiß. Das habe ich mir schon gedacht, dass es wieder der Quatsch ist. Und dann gleich die Flucht ergriffen. Ja, was er hier macht, ist, weiß ich nicht, ne? Mit aber Zeit, Bruder. Da kommt was runter vom Himmel. Ja, ja. Alles gesaved. So, da habe ich mich schön ins Fäustchen gelacht. Weil das war ein Haufen Munition für nix und wieder nix. Ja, die Stuck sollte eigentlich erstmal hier so hin. Und, naja, dann habe ich ja gesehen, dass hier dieser Airborne-Trupp kommt. Da habe ich gedacht, da war ich nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Oh, wisst ihr was? Ich muss meinen Kaffee trinken, ey. Der wird sonst noch kalt. Beziehungsweise ist er eigentlich schon. Bevor er noch kälter wird, trinke ich ihn lieber jetzt, ne? Ja, das war's mit der Stuck. Das war von dem Blauen jetzt hier, ne? Von dem Hellbraun. Aber schon, das war jetzt nicht Bastis Stuck, oder? Basti hat scheinbar keine Stuck mehr. Es könnte also auch. Okay, es könnte auch Basti Stuck gewesen sein.
Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt halt wieder in die Geschichte rein, wollte denn die Hellcat und so von hinten raus snacken. Und das, ne? Hat ja wunderbar funktioniert, wie ihr seht. Den Bulldozer, weiß ich, kriege ich den noch? Ne, das Achterrad hat jetzt ausgedient, ist aber auch völlig in Ordnung. Weil das saugt ja auch nur Treibstoff weg und hat ja irgendwann auch weniger seinen Effekt, je mehr Panzer kommen, ne? Naja, auf jeden Fall wollte ich das dann mit so einem Caro Amato ersetzen. Das passiert dann auch relativ zeitnah. Was macht denn eigentlich er hier? Oh ja, er hat gut auf die Fresse gekriegt hier gerade. Alien M1314 incoming. Da ist er schon. Geführt von Giovanni Messe, der schnellste Italiener der Welt. Falls er ihn kennt. Das ist eigentlich so ein. Das war immer so ein Hearts of Iron 4 Gag bei mir. Weil der Giovanni Messe ist in Hearts of Iron 4 der Blitzkrieg-Theoretiker für die Italiener. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist der schnellste Italiener der Welt. Ich fand's immer super, den Typen. Ja, da kriegt der nächste Panzer auf den Sack. Komm, Marder, mach deinen Job. Ja, das war nix. So, jetzt geht die Infanterie nur weiter vor, macht die Pack weg. Da ist der Gegner auch wieder ziemlich langsam. Das, glaube ich, sind auch nicht die besten Spieler gewesen hier. Das muss man auch einfach mal so sagen. Aber für meinen Skill war es genau das Richtige. Komm, tschüss. Tschüss jetzt. Tschüss. Also. Jetzt muss die eigentlich noch weg und dann können die Panzer wieder vor. Beziehungsweise die Marder kommt schon ein Stückchen. Ach, naja, das ist ja schon erledigt. So, hier war ich wieder ein bisschen enttäuscht von der Wegfindung. Warum der Panzer jetzt hier an die Ecke ranfahren muss, um dann zu schießen. Warum man nicht einfach ein Stückchen nach rechts fährt und dann schießen kann. Nein, lieber geradeaus zu. Ich glaube, ich habe irgendeine Infanterie verloren, ne? Panzerpionier oder so. Oh, aber da liegen auf jeden Fall einige Tote rum. Uiuiuiui, was ist denn da passiert, ey? Mamma mia. Na, den zusammenflicken wird schwierig. So, grün, was sieht's, wie sieht's hier eigentlich aus? Relativ langweilig, ne? Gehen wir mal bei Basti gucken. Weil Basti hat sich auch irgendwann hier nach oben wieder zurückgekämpft. Ich weiß aber nicht, wann das passiert. Also es ist schon ein Unterschied, wenn man mal die Einheitenzahl von mir mit Basti vergleicht, ne? Ja. Nebelwerfer ist gut, zwei Wespen ist gut. Stoßtrupp, Panzergrenadier auch gut. Es ist generell halt nur leider ein bisschen wenig insgesamt. Da könnte man mehr haben. Da hat der Basti wohl zu sehr auf den Senkel gekriegt. So, ja, ich stehe jetzt hier, glaube ich, relativ lange so sinnlos rum. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Kannst ja jetzt auch nicht immer aus Tecken schieben. Auf jeden Fall kommt jetzt der zweite Stuka raus. Achso, ich glaube, ich habe auf die Infanterie gewartet, bis die wieder da ist, um dann wieder was mit den Fahrzeugen zu machen. Man hätte auch so schon mit den Fahrzeugen ein bisschen was versuchen können. Hier und da vielleicht mal eine Infanterie angreifen oder so. Das wäre durchaus drin gewesen. Aber gut, ich wollte es, glaube ich, einfach auf Nummer sicher spielen. Ja, hier hätte ich jetzt zum Beispiel schön mit den Karos reinfahren können. Die beiden Bazookas wegnatzen. Einfach damit der Brummbär auch nicht so alleine ist. Das habe ich ein bisschen verpennt irgendwie. Aber hey, ich habe auch nie behauptet, dass ich ein Pro-Gamer wäre. Ja, ich spiele das ja eigentlich nur aus Jux und Dollerei. Und jetzt guckt euch das mal an, wie die Karos den hier wegnatzen. Es ist so krass. Die sind gegen Infanterie einfach übertrieben. Und halt auch gegen Fahrzeuge können sie eben noch ein bisschen was machen. Und wenn es eben an solche Sachen geht, die ein bisschen heftiger gepanzert sind, naja, kommt halt der Marder. Die Karos saugen den Damage auf, der Marder schießt es weg. Das war halt der Plan. So, und er geht halt wirklich nur auf die Zentauren. Immer schön Anti-Infanterie.
Ja, es ist ja jetzt auch gar nicht so dumm. Ich meine, die können ja auch bei meinen leichten Fahrzeugen Schaden machen, hier, wie ihr seht. Ne? Aber gegen so einen Brummbär zum Beispiel machen die halt nicht mehr viel. Ne? Ja, das war, warum ich da jetzt hinterhergerannt bin mit der ganzen Infanterie. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, ich wollte den einen hier rausschießen mit den Panzerjägern. Ich hab's halt richtig übel bezahlen müssen. Ja, naja, gut. Aber er kriegt jetzt auch noch auf den Sack. Meine Stuka fetzt ja auch gleich rein. Aber die hat, glaube ich, nicht viel gemacht, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass er mal stehen bleibt mit seiner Infanterie. Ist er aber leider nicht. Ihr werdet es gleich sehen. So, jetzt schießt die Stuka. Hier aber so hin. Und trifft halt nicht viel. Naja, den einen Pionier, den habe ich noch mitgenommen. Besser als nix. Ist immerhin ein Wipe gewesen. Ne? Muss man auch mal so sehen. Ein Wipe ist teuer für den Gegner. Ja. Aber es hätte besser sein können. Ich habe halt einfach gegambelt, dass er jetzt mal stehen bleibt mit seiner Infanterie. Ist er aber leider nicht. War schade. So, naja, und hier, das ist jetzt auch nicht so heftig dramatisch gewesen. Weil ich habe halt die Manpower, die zu ersetzen. Und die sind jetzt auch nicht so teuer, Panzerpioniere, ne? Ich habe jetzt nur die ganzen Panzerjäger nicht mehr, aber... Naja, je nachdem, wie viele Marder man auf dem Feld hat, braucht man die Panzerjäger ja jetzt auch nicht mehr unbedingt, ne? Und die zwei Marder haben sich bisher als ausreichend erwiesen. Ja, oh, hier bei Basti geht jetzt weiter. Uiuiui. Der Jägerblob, ja, den kennt man. Hier an die Infanteriezeug. Ist halt immer nur die Frage. So Anti-Tank-Infanterie. Naja, der spielt ja viel mit diesen Zentauren, die ja gegen Infanterie nun mal sehr gut sind. Und Bulldozer fahren ja hier auch ab und an mal raus. Ist immer so ein Gamble, ne? Wer jetzt da die Oberhand gewinnt, die Anti-Tank-Infanterie oder dieser Anti-Infanterie-Tank. Da entscheiden dann halt einfach die Zahlen, wer mehr hat. Oh ja, das war ja praktisch. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Na gut, Basti hat ja alles ignoriert an Zeug, ne? Um erstmal die Siegmarke zu holen. Ist ja auch in Ordnung, wenn man sich das hier oben anguckt, ne? Wir waren halt im Rückstand. Er hat sich direkt die Pack geklaut, sehr gut. Spart wieder Zeug. Jetzt kommt hier irgendein Scheiß runter. Das kann wieder nur Brandbombenmist sein. Obwohl, nee, das ist die, ja genau. Die P34, glaube ich. Ja gut, was haben wir hier? Zentauren. Naja, also der Zentaure ist tot, aber ein Jägertrupp ist auch tot. Basti, ich würde da weggehen. Ein gut platzierter Schuss von der Mathilda und der Trupp ist weg. Weil die drei Jungs, die saßen ja wirklich direkt hier dicht an dicht und haben gekuschelt. Ein vernünftiger Treffer und der Squad wäre auch gewiped gewesen. Ja, hier bei mir ist immer noch nicht alles repariert. Es repariert sich ja aber zum Glück auch von alleine. Ne? Und das ist ja auch gar nicht mal so super langsam. Also man kann es schon mit dem bloßen Auge verfolgen. Aber ich helfe jetzt hier mit der Infanterie nach. Ja, hier wird alles schön zerbombt. Damit er sich hier ja nicht eingraben kann mit seiner AT und Mörserstellung und MG-Stellung und keine Ahnung was noch für Stellungen. Ja, meine Stukas, die chillen hier unten jetzt inzwischen rum. Oh, da kommt irgendwas von Basti. Ein Panther, jawohl. Der Panther. Wie sieht es jetzt hier aus? Panther, zwei Wespen, ordentlich Infanterie, einen Nebelwerfer. Es wird besser jetzt mit der Aufstellung da. Ja, Basti hat ja am Anfang irgendwie Probleme gehabt, aber jetzt so mit bis Late Game holt er dann doch seine Sachen raus. So, und hier, wo ist mein Marder hin? Da. Hier werde ich Basti gleich mal aushelfen gehen. Ne, man hört es schon rattern da unten. Da. Hellcat, Bulldozer. Ja, die Hellcat ist, gerade die ist ja eklig für den Panther. So, aber ich komme jetzt hier von unten rein und hau die um.
Tschüss, Hellcat. Grüß Eisenhower von mir. So, ja. Damit war das wieder erledigt. Jetzt geht's hier weiter. Na, kriege ich den? Ich weiß es nicht mehr. Ja, gar kein Problem. Hier komplett gewiped alles, fahrzeugemäßig alles tot. Die Infanterie hat auch einen Pimmel gekriegt. Ja, hier ist noch irgendwas gewiped worden. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, was es war. Aber es war irgendeine Infanterie auf jeden Fall. Ja, und ich sehe wunderbar aus, ne? Wunderprächtig. Veteranentrupps, überall Sterne bis unter die Kinnlade. Und meine Infanterie, die chillt eigentlich nur. Die guckt eigentlich nur zu, was die Panzer gerade so treiben. Die kommt aber gleich noch hinterher, keine Sorge. Jetzt gehe ich hier Basti nochmal oben aushelfen, um den Feind dann mal richtig schön wegzupuschen von dem Sieg, von dem Siegpunkt. So. Und hier oben sind ATs und MGs. Da habe ich gesagt, Basti, pass mal auf da steht was. Hat er nicht gesehen, das Ding. Aber das Ding sieht ihn scheinbar gerade auch nicht. Also ist eigentlich, ja, passiert nichts. So, und da habe ich dann gemerkt, scheiße, hier sind MGs. Hm. Hat nu. Da habe ich mir gedacht, komm, Attacke. Da kommt die Attacke. Ich fahre jetzt hier außen rum und ratter das von hinten alles um. So, MG, gar keine Chance. Da steht noch eine Pack rum. Aber ich habe mir gesagt, scheißegal. Jetzt oder nie. Die Infanterie saugt den ganzen Schaden auf und lenkt ein bisschen ab. Ja, und die Panzer, die machen halt ihr Ding, ne? Tschüss. Oh, Alter. Mit meiner Stimme los. Mama mia. Frosch im Hals. Ja, da kommt wieder diese Kacke an. Ah, ich habe gesagt, Basti rennen. Jawohl, Basti rennt. Ja, ansonsten haben wir hier nichts verloren. Er hat ein bisschen Schaden gekriegt hier. Zwei, drei Mann mal vielleicht verloren. Gar kein Thema. Schnell ausgeglichen. Hier inzwischen habe ich auch auf Tigerpanzer und so hochgetaggt. Aber einen Tigerpanzer, kann ich sagen, werden wir in dieser Runde nicht sehen. Obwohl ich mir das gerade eigentlich leisten könnte, sehe ich gerade. Ich hätte mir den jetzt genau kaufen können. Habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, gut. War auch gar nicht mehr nötig. Die Marder und die Caro Amatos haben alles von alleine weggeklärt und mit den Stukas zusammen und so. Das war alles easy peasy. Ja, hier, guck, hier kommt der ganze Scheiß jetzt noch nachgefahren. Ich niste mich jetzt hier bei Basti ein bisschen ein, dass wir das hier in feste Hand kriegen. Ja. Oh, Basti und, ja genau, Basti Panther und meine Caro Amatos fahren vor. Hauen noch den letzten Kram hier um. Ich glaube, ja, den einen hier, den verliere ich. Den konnte ich nicht mehr retten. Also habe ich gedacht, komm, egal, dann mach jetzt noch Schaden, so viel du kannst und dann ist gut. Hier hat er gleich die nächste abgeworfen, aber direkt neben meinen Panzern, wo ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum. Hätten wir lieber den hinten abgeschmissen oder so. Das wäre sinnvoller gewesen. Jo, und das fand ich auch witzig hier. Ich fahre einfach schneller an dem seinem Lauf vorbei, als er ihn drehen kann. Das war schon ein bisschen geil, ey. So, hier haben sie ihre Satchel Charge geschmissen, die, glaube ich, auch so ein Caro Amato one-hitten kann, wenn er drauf stehen bleibt. Aber ich, smart wie ich bin, schnelle Finger gehabt, ja. Weg. Keine Chance. So, da kommt direkt der nächste Caro Amato, weil ich habe ja genug Zeug. Ja. Hätten wir, wie gesagt, einen Tiger verkaufen können. Hätte ich sogar immer noch. Nur, ne, das Bevölkerungslimit reicht nicht, siehst du? Da ist das Problem. Da haben wir die Krux gewonnen. Ich habe drei Mann zu viel auf dem Feld. Gut, könnte ich ja einen so einen Infanterietrupp in Tod schicken und dann ist Tiger da, so, ne? Also ich glaube, ich habe lieber einen Tiger auf dem Feld als einen so einen Pioniertrupp. Aber ich habe es einfach nicht gesehen. Sage ich ehrlich, wie es ist. Ich habe nicht gesehen, dass ich so in Ressourcen bade. Na, und hier cappe ich jetzt noch den ganzen Kram so mit, verteilt mit meinen Fahrzeugen. Hier. Und hier. Und hier, das habe ich schon eingenommen. Ja, und da ist die Runde ja auch, glaube ich, gleich vorbei. Ja, viel ist nicht mehr übrig. Wir sitzen hier jetzt aus. Kommt nochmal so ein billiger Sherman. Auch upgegradet mit der 76mm Bombe. Ja. Tschüss, Wespe. War das die von Basti?
Oh ja, das war die vom Basti. Das Basti war gierig geworden. Oh, Basti. Das ist aber frech von dir. Er fährt bis kurz vor die gegnerische Basis, nur um da reinballern zu können. Das ist aber schon greedy, mein Freund. Schon greedy. Und dann nichts drumherum. Keine Infanterie, keine anderen Fahrzeuge, kein MG, kein gar nichts. Also Basti, das kannst du nicht bringen. Ja, inzwischen hat er schon den zweiten Panther. Dann kommt hier dieser Armada. Ja, also das ist der Drops ist gelutscht, ne? So, ich habe mir jetzt auch gedacht, komm, fuck it, 30 Tickets nur noch, ich fahre da jetzt rein, mach noch ein bisschen Ärger. Ja. Und damit war's das dann auch mit der Runde. Ja, wir gucken uns das jetzt nochmal hier schön an. Wie das aussieht. Ja, damit ist die Runde vorbei. Sehr schön. Also ich fand, es war eine sehr spaßige Runde. Ja, und hat mir auch das Duck so ein bisschen schmackhafter gemacht, ne? Ich habe ja ganz am Anfang immer Duck gespielt, aber das hat sich dann irgendwann mehr Richtung Wehrmacht entwickelt. Und so mit diesem Spielstil viele kleine, leichte Fahrzeuge, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und es hat ja auch in der Runde zumindest sehr gut funktioniert. In der nächsten Runde habe ich es nochmal versucht und habe hier gnadenlos auf die Presse gekriegt. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Irgendwie in der Build-Order irgendwie verkackt habe oder so. Keine Ahnung, müsste ich mir nochmal angucken, woran es hier liegen hat. Ah ja, gut. Das war's dann wieder von mir. Es war mal was anderes, mehr so ein Moderator-Replay-Ding halt, ne, als Live-Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren mit einem Like, einem Abo oder einem Kommentar. Und wenn nicht, dann lasst ein Dislike da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.